Herzlich willkommen zu Wetter und Gesundheit in Rheinland-Pfalz an diesem ersten Februarwochenende. Aber wir schauen trotzdem noch mal kurz zurück auf den Januar. Was war das für ein Monat? Der Deutsche Wetterdienst hat, wenn es jetzt von der Temperatur her betrachtet wird, den Januar als einen ganz guten Frühlingsmonat sogar beschrieben. Und tatsächlich gehörte dieser Januar deutschlandweit auch zu den wärmsten Januarmonaten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881. Aber in Rheinland-Pfalz war es auch zu warm, begleitet aber auch von sehr viel Nässe, also auch viel Regen. Erst so am 20. hat ein kleines Schneetief doch verbreitet 15 cm Neuschnee gebracht, der aber im Flachland sehr schnell wieder verschwunden ist. Und zum Schluss gab es dann sogar noch mal einen richtigen Sturm. Jetzt schauen wir aber erstmal, wie sich das Wetter in den nächsten Tagen entwickeln wird. Ja, das Wetter für die nächsten Tage ist eigentlich schnell erzählt. Morgen wird es noch mal ziemlich durchwachsen. Das heißt, Regenschauer im Bergland teilweise auch schon mit ein bisschen Schnee vermischt. Aber dann wird es immer ruhiger und auch sonniger. Tagsüber immer leichte Plusgrade. Relativ wenig Wind und nachts allerdings auch frostig. Also relativ einheitlich die nächsten Tage. Da kann man eigentlich ganz gut mit leben. Das war's jetzt von mir. Ich gebe weiter an Dr. Gerhard und du beschäftigst dich heute mit einer häufigen Komplikation bei Erkältungen. Ja, liebe Inge, zurzeit sind viele Leute erkältet und aus der Erkältung kann mehr entstehen. Die meisten denken da an die Lungenentzündung. Das ist aber gar nicht die häufigste Komplikation, sondern eine der ganz häufigen Komplikationen. Das ist die Nasennebenhöhlenentzündung. Die entsteht durch zu häufiges und heftiges, vor allen Dingen Schneuzen, Trompetenschneuzen. Ja? Und dadurch wird der Druck in die Nasennebenhöhlen erhöht. Also mit Druck wird der Nasenschleim in die Nebenhöhlen gedrückt. Das sollte man ja normalerweise anders machen, das Schneuzen, nämlich ein Nasenloch nach dem anderen, immer eins zuhalten, mit dem anderen ganz vorsichtig ausblasen. Das machen wir aber nicht. Wir haben das Taschentuch in der Hand und dann boah, wird kräftig geschneuzt. Trompetenschneuzen, Schleim wird in die Nasennebenhöhlen gedrückt. Und das ist ein hervorragender Bouillon, kann man sagen, für Krankheitserreger. Jetzt ist ja bei der Erkältung ist ja der Schnupfen dabei. Dadurch werden die Durchgänge schwillen zu, die Schleimhaut schwillt an, kann schlecht abfließen. Also das Ganze staut sich in den Nasennebenhöhlen und der Stirnhöhle. So, was ist da? Was hat man da für Beschwerden? Also vor allen Dingen Kopfschmerzen. Beim Bücken, Kopf runterbücken, hat man ein ganz dumpfes Gefühl, das tut richtig weh. Dann gibt es einen Druckschmerz hier im Bereich vom Kiefer, Wangen, hier Nasenwurzel, Stirnhöhle, Augen, Ohren. Also der ganze Kopf tut irgendwie weh. Und wenn man dann noch Fieber dazu bekommt und dieses komische Gefühl beim Bücken, ja, dieses dumpfe Druckgefühl, wenn man den Kopf runterbeugt, dann hat man wohl eine Nasennebenhöhlenentzündung gefangen, ja. Ab damit zum Arzt. Meistens ist der Schleim dann auch gelb-grünlich. Wenn man jetzt noch warten will, kann man auf jeden Fall mal inhalieren. Einfach mit warmem, heißem Wasserdampf. Also Schüssel mit heißem Wasser, nicht zu heiß, dass man sich nicht verbrennt. Handtuch über den Kopf, wie man das kennt. Durch die Nase einatmen, durch den Mund ausatmen. Aber das muss meistens mit einem Antibiotikum behandelt werden. Das hat aber der Arzt zu entscheiden, ob er jetzt eine Röntgenaufnahme macht, ein CT macht, das ist ihm überlassen. Braucht man meistens nicht. Vielleicht macht man noch eine Blutuntersuchung, guckt nach den weißen Blutkörperchen und nach den Entzündungswerten. Also alles Dinge, die man machen kann. Auf jeden Fall muss die Nasennebenhöhlenentzündung muss behandelt werden. Vorbeugend noch einmal nicht dieses Trompetenschneuzen, sondern ein Nasenloch vorsichtig auspusten nach dem anderen. Soweit dazu. Ich hoffe nicht, dass Sie das bekommen.
Wenn man aufpasst, kriegt man es auch nicht. Aber es ist zurzeit ein Thema, die Nasennebenhöhlenentzündung. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Wir gehen jetzt so langsam auf die vierte, fünfte Jahreszeit zu. Also Karneval, Fasnacht, Fasching. Und nächste Woche werden wir uns auch mit einem Faschingsthema beschäftigen, nämlich dem Lachen. Lachen ist gesund. Machen Sie es gut und bleiben Sie mir gesund. Tschüss.